Bei Let's Play Borderlands 2 together mit Schwarzschimmel und mit mir, dem Onkel und der heißen Moxie, die eine kleine Dance-Nummer für uns hinlegt. Ja, das ist richtig explosiv. Gleich mal eine Granate reinschmeißen. Nein, ich habe ja meine Waffe hingeschmissen. Ach Mädel, ich stehe auf dein Tattoo. So, was haben wir denn heute vor? Ja, was haben wir heute vor? Ich glaube, das Erste, was wir heute tun werden, ist erstmal Munition nachfüllen. Ich sehe gerade, ich habe keine Munition mehr. Das ist nicht so toll. Ja, aber das ist ja schnell gemacht. Und danach wollten wir uns eigentlich um Claptrap kümmern, damit er uns sein Geheimversteck zeigt. Das mysteriöse Geheimversteck. Jetzt muss ich nur gucken, wo ist Markus, damit ich meine Munition auffüllen kann. Ich glaube, der war hier hinten in der Ecke. Ja, ganz, 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 genau. Nein, Set will ich nicht. Ich will ganz. Munition. Verdammt, ein Mona, also, wer sagt's denn? Na, da. Voll. Na, für große kann ich auch nichts. Okay. Der muss auch stinkreich sein, der Typ, ne? Naja. Noch was drin. E aufnehmen. So froh ich auch bin, euch alle in Sanctuary zu sehen. Ich weiß, dass ihr nur hier seid, weil ihr keine andere Wahl hattet. Ich weiß, wie furchtbar es da draußen ist. Ich weiß, dass Jacks Armee wie ein Sandsturm über diesen Planeten hinweggefegt ist und alles zerfetzt hat, was ihr im Weg stand. Als ich mich vor Jahren den Crimson Lance anschloss, sagten sie mir, ich würde diejenigen beschützen, die sich nicht selbst beschützen können. Aber ihr wisst so gut wie ich. Das war eine Lüge. Aber dieser Kampf gegen Hyperion, der ist wahr. Wenn wir uns nicht verbinden, wenn wir diese Stadt nicht vor Jacks Armee beschützen, dann sind wir erledigt. Ich bin Roland und ich habe nur eine Frage. Seid ihr dabei? Ja! Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Hier kommt man hoch. Dann? Oh, Heilung. Ja, es gibt hier so ein paar. Über den Dächern der Stadt. Ja, es gibt hier auch so ein paar versteckte Vault-Zeichen oder wie heißen sie? Ich weiß jetzt gerade nicht. Diese Archenjäger. Ja, genau. Kammerjäger-Dinger da. Kammerjäger-Teile. Die kannst du nur über die Dächer erreichen, einen davon. Ich weiß jetzt aber überhaupt nicht, wo die hier in der Stadt sind, also halb so schlimm. Aber wir befinden uns direkt über Claptrap. Das ist gut. Einlang. Und dann wollen wir mal sehen, was er von uns will. Exakt. Du hast mir geholfen, Sanctuary zu erreichen, Untertan. Dafür hast du dir eine Belohnung verdient. Ich habe ein Geheimversteck weit, weit von meinem momentanen Aufenthaltsort. Um es zu finden, wirst du eine Reihe fieser Aufgaben bewältigen müssen. Erstens, sammle ein paar braune Steine für mich. Dann besiege einen Badass-Gang. Danach musst du den verlorenen Stab von Mount Shooter klauen. Dann wirst du mir den Kopf des Zerstörers der Welten abliefern, um danach zu meinem Vergnügen zu tanzen. Nein. Finde das Versteck. Ja. Wobei ich gerne 137.000 braune Steine gesammelt hätte. Ja, echt? Oh, Scheiße. Sieht so aus, als wäre die Tarnung meines supergeheimen Geheimverstecks gerade aufgeflogen, sodass es Ja. jetzt enttarnt ist. Na dann, verdammt. Glückwunsch! Du hast dir meine sorgfältig geplanten Aufgaben erspart. Jetzt kannst du das Versteck durchsuchen. Das ist doch gar nichts drin. Aber wir könnten was Ja. reinpacken, ja? Ja, genau, das ist jetzt zum Wechseln zwischen den, wenn man mehrere verschiedene Charaktere spielt und du findest jetzt irgendwie eine tolle Waffe, wo du denkst, ja, ist jetzt was für mein Necromancer oder so, und kannst es da reinpacken und dann kannst du mit Necromancer das wieder rausholen. Bei mir ist es voll, es sind nur 4 Plätze. Allerdings sind es Waffen für Level 42, 45 und noch 2 Mods für einen Necromancer jeweils. Was gar nichts bringt, aber ist eine kurze Mission und damit haben wir die auch schon abgeschlossen. Können wir uns wichtigeren Missionen widmen? Ich gucke mal kurz in die Missionen rein. Jagd auf Firehawk, Frostburn Canyon ist die Hauptmission. Ja, was machen wir Das haben wir denn? leider nicht an. Machen wir den Namensspielchen. Stumpfsinniger Name, nicht wahr? Ich hätte gern einen schöneren Namen, bevor mein Almanach in den Druck geht. Such ein paar Bullimon-Knochenhaufen, ja?
Ich lerne etwas über ihre Ernährung und denke mir einen griffigeren Namen für die Viecher aus. Ja, das hört sich nach einer gescheiten Aufgabe an. Ey, das ist ja, ja, sehr gescheite Aufgabe. Ja, ne? Mal mit dem Bullimon-Kacke rum. Wer freut sich nicht über sowas? Ja, ist doch herrlich. Ja, das macht auch sehr viel Spaß. Ja, immer kräftig rein. Ich bin voll in eine Tretmine gelatscht. Naja, so sieht's aus. Auch mal schön im Kreis drehen davor. Ja, das ist es. Schaut's euch an. Und da oben, Hyperion, Drecksäcke. Jetzt, wo wir so eine schöne Waffen haben, könnten wir das Ding noch einfach vom Himmel holen, oder nicht? Ich habe explosive Munition. Schön. Ich auch. Glaube ich. Das siehst du? In irgendeiner Waffe. Dann machen wir das Ding noch einfach lang. Ja, meinst du, wir schaffen es, bis in den Orbit hochzuschießen? Selbstverständlich. Du bist aber optimistisch. So, Catch a White holen, ne? Ja, aber hier sind noch ein paar Jungs unterwegs. Wo sind sie denn? Wo renn ich ran? Ja, mit den neuen Waffen ist es wesentlich einfacher. Hast du Catch a White schon geholt? Nee, ne? Hol du das mal, ich will nicht fahren. Du willst nicht fahren? Dein Führerschein? Ja, genau. Ja, weißt du, da machst du so eine Killer-Spezialausbildung hier, ja? Und dann willst du nicht fahren. Weil ich gegen den Baum gefahren bin. Ja, so, das war das. Und die Lieblingskuh hast du auch umgefahren vom Farmer. So sieht's nämlich aus. Elsa. Der Elsa. Oh. Hey, bleib hier. Und aufsteigen und Action. Ey, dass man jedes Mal, wenn man hier mit Maus steuern muss, das macht mich völlig kirre. Da haben wir doch schon was Passendes. Sind schon Bullimons? Ach, da. Ja. Wo sind sie denn? Da kommt noch einer. Oh, jetzt sind hier noch so eine Rack-Viecher da. Ja, ich sehe es gerade. War zu viel des Guten. Kriegst du die Bullimons? Dann kümmere ich mich um die Rucks. Denke doch. Wir schmeißen halt das Auto mit diversen. Ja, irgendwann explodiert das auch mal, ne? Wenn es zu viel Schaden nimmt. Ich weiß. Bin ich dann tot, wenn ich da noch drinnen sitze, oder? Boah, kommt drauf an, wie viel du noch aushältst. Denke ein bisschen was. So, aber jetzt müssten sie down sein. Ja, sieht gut aus. Wir müssen noch ein paar Haufen durchsuchen, da kommen noch ein paar Rucks. Wo denn? Ach da. Aber irgendwie lassen sie uns doch in Ruhe, oder? Scheint so, ja. Ne? Da kommt er. Da. Oh, diese Pumpgun, ey. Ah, wo ist er denn? Was? Das Schönste ist mal, wenn sie einen direkt auf einen zufliegen. Ja, dann erwischt man sie wenigstens auch. Ja, eben. Bild brauche ich nicht. Wo sind jetzt die Haufen von denen? Also einen habe ich hier gerade eben zerschlagen. Na, hier ist mal. Ah, ich glaube, die anderen Haufen haben wir aus Versehen zerschossen. Aus Versehen? Ja, aus Versehen. Aus Versehen alles zerschossen mit einem Raketenwerfer. Das kommt immer wieder mal vor. Gucken wir mal, ob es noch woanders welche gibt. Stimmt. Die gibt es überall. Irgendwas sagen. Kaktus, den habe ich nicht getroffen. Na, dann fahren wir wieder zurück, wo wir letzte Mal waren. Da gibt es ja genug von den Viechern. Ja. Bumm. Ja, guck, mein Führerschein ist auch nicht so. Hier sind sie. Aber. Boah. Da ist der Wahnsinn, ja, Autsch. Ja, ich habe gerade das Gefühl, meine Waffe verschießt Raketen und die zünden erst nach einer Weile. Frames. Wie ist das denn? Autsch. Autsch. Ja, da.
Hast du? Ups. Der brennt! Das war dann wohl ich. Sind noch irgendwo. Scheißhaufen? 8 Frames? Was ist denn los bei dir? Ich hab keine Ahnung. Ehrlich nicht. Keine Ahnung. Hier sind keine Scheißhaufen. Die müssen nicht. Dabei hätte ich gedacht, wenn wir kommen, machen die sich vor Angst voll in die Hose. Oder beziehungsweise auf den Boden. Ja, sowas hätte ich jetzt auch gedacht. Aber da drin waren noch welche. Na, da ist auch noch ein Bullimon. Ups. Okay, also diese Waffen aus der Truhe sind echt overpowered. Mann, Mann, Mann. Hier ist einer. Hast du einen gefunden? Ja, hier ist noch einer. Ich habe auch noch welche. Jetzt wird. Bullimons benutzen diese Haufen, um ihren Unrat loszuwerden. Das schlägt eine primatenartige Intelligenz nahe. Das ist es. Ich nenne sie Prima-Biester. Ich bespreche das mit meinem Verleger. Ja, wir bringen in der Zwischenzeit ein paar Prima-Biester mit Granaten hoch, ja? Selbstverständlich. Mal sehen, wie der neue Name für dich funktioniert. Ich habe hier so einen Savage Lee. Keine Ahnung, ob das für eine Mission oder sowas ist. Auf jeden Fall brennt er gerade so ein bisschen. Was? Ja. Ich lege mal kurz um. 1260 Erfahrung. Schön. Hm, er hat nichts Besonderes gedroppt, aber okay. Jetzt sollen wir die Viecher mit Granaten umlegen. Wo sind denn noch welche? Ich glaube, hier kommen gleich welche raus, wenn wir da rumlaufen. Ich hoffe es zumindest. Ich höre schon, ja, dann. Denk dran, Granaten, ne? Ja. Hab einen. Na, na? Mein Verleger hasst Prima Biest. Unkultiviert. Na gut, wie wär's mit Fotzi-Viecher? Ja, Fotzi-Viecher. Weil sie die hinterfotzigsten Viecher sind, die ich hier gesehen habe. Und ich hab schon erlebt, wie mir ein Thrasher den Arm ausgerissen hat. Verdrängte Erinnerungen, ach ja. Egal. Schieß ein paar Projektile der Fotzi-Viecher aus der Luft. Dann sehen wir uns an, ob dieser Name funktioniert. Du meine Bitte echt? Projektile sollen wir für den rausschießen, okay. 3 Stück. Das heißt, Fotzi-Viecher Projektile. Das heißt, wir brauchen irgendeinen, der noch werfen kann. Hier ist ein stechender Kaktus. Ich glaube, der kann das nicht. Nee. Munition. Bloß ein Sammelliste. Ich kenne mal gar nicht. Oder kurz ein bisschen anders hinsetzen hier. Lief mir noch der Fuß ein. Und dann kann er heute Nacht nicht pennen und hält den anderen wach, weil er mir fragt, schläfst du schon? Und am Ende sind sie beide müde morgen. Weißt du? Ja, genau. Wir könnten noch hier runterspringen. Das klingt gut. Runterspringen klingt immer gut. Bin unterwegs. Ich habe die letzten Tage voll den Sprachfehler nicht. Das nimmt die Reihe. Okay. Noten in der Zunge. Ach, das ist ein Bullimunksel. Da. Nein, daneben. Oh, einer hab ich getroffen. Oh, ich habe hier die Rex an mir dranhängen. Wieso hast du auf sie geschossen? Nee, hab ich gar nicht. Ich fliehe vor euch in die Tiefe! Nein! Oh, jetzt brauche ich noch. Ja, toll. Wie soll ich noch drauf schießen? Denk dran, nur die Projektile abschießen. Ja, daneben. Ich versuch's. Aber ich hab halt auch noch die Rex an mir dranhängen. Ja, und Bullimons von hinten. Überall. Ich sehe die bei den Frames gar nicht schnell genug kommen, die Dinger, das ist. Ein Schmeiß. Ey, ich hab das voll getroffen. Fotzi-Viech-Slinger. Na, schmeiß nach mir, komm, schmeiß nach mir, ja, genau. Ja, nein. Na doch, aber 2. 2 von 3. Ja, werf nochmal, komm, werf nochmal. Boah, meine Raketen erwischen das nicht. Das ist ja aber mit der. Ey. Na ja, komm, werf nochmal, werf nochmal, werf nochmal. Ah, verdammte Hacke. Polizierübung, ey. Aha, ich treff die aber nicht. Jetzt! Verdammte Axt, Fotzi-Viecher ist eine geschützte Marke. Was, ernsthaft? Ich bin es leid, mir dauernd Namen auszuprobieren.
doch der Teufel, weißt du was? Ständerfurz. Genau. Ständerfurz. Ständerfurz. Leg ein paar von ihnen um oder mach, was du willst. Bitte okay. Weitere Ständerfürze. Okay. Ja, gerne. Klar. Ich wollte gerade sagen, wenn wir durch die Höhlen fahren, kommt noch genug davon, von den Ständerpfürzen. Ja. Die Höhle? Ja, wo wir jetzt durchfahren, wenn wir über das Ding gejumpt sind. Aber vorher muss man die Munition auffüllen. Ah ja, stimmt. Also, die Höhle möchte ich jetzt, Munition geht bei mir noch. Aber Schaden kann's ja nicht. Oh, falsch. Oder wir können uns wieder hoch teleportieren, aber das bringt uns wenig. Machen wir nicht. Können wir die auch mit... Was? Ja, genau. Können wir die auch mit dem Raketenwerfer hier abknallen? Ja, ist egal, ne? Womit wir die töten. Hauptsache, wir töten sie. Ja. Da habe ich schon einen Schreien hören. Einen Ständerfurz schreien hören. Nee, will ich nicht. Ich will sie zum Annehmen. Nee. No way! Badass Ständerfurz, jawohl! Auch das noch. Ein ausgewachsener Ständerfurz. Boah. Sorry. Weißt du was, das nervt mich. Nein, falsch. Alter. Verarschen? Ich kann sie nicht Ständerfurz nennen. Oh, vielleicht war Bullimon doch nicht so schlecht. Komm wieder zurück. Was geil, wir sollen zurückkommen. Mach noch ein paar Ständerfürze klar hier. Nee, sie heißt wieder Bullimon. Hast du nicht zugehört, mein Freund? Die sind doch. Du darfst sie nicht nennen. Ein Ständerfurz, aber gut. Für mich sind das Ständerfürze jetzt. Ausgewachsener. Ausgewachsener Ständerfurz. Wie das hier tatsächlich sogar Ständerfurz hieß, ne? Da im Namen dann. Mhm. Schon ziemlich witzig. Boah, der ist voll geplatzt. So, warte. Nur nix. Ups, meine Raketenwerfer. Geh weg. Ihr Ständerfürze! Nein, abgerutscht. Boah. Sorry. Also Spaß macht das mit diesen Frames hier nicht, Leute. Die das hier sehen, da möchte ich mich auch an dieser Stelle mal für entschuldigen. Ich werde mich da auf jeden Fall mal dran setzen und gucken, wo genau das Problem liegt. An der X-Story kann es ja nicht liegen. Bei anderen Spielen habe ich das Problem ja nicht. Ich meine, bei Fallout ist es so, da sind hin und wieder mal Frame-Einbrüche, ganz kurze, die beruhigen sich aber relativ schnell wieder. Ich gehe davon aus, dass er da irgendwie die Karte nachlädt oder neu lädt oder Gebiete nachlädt oder sowas. Momenten. Aber allgemein läuft es relativ flüssig rum. Schalt auf Leiter ganz genauso. Was machst du denn da? Du magst abschießen. Ja, aber das ist laut. Lass mal, ich rede gerade. Hier war auch ein Skag. Ja, erledige 10 Skags. Komm, das wollen wir machen. Ich bin extra weggefahren, damit du reden kannst. Was wollte ich denn jetzt eigentlich gerade sagen? Ah ja, bei Child of Light geht es eigentlich durchgehend flüssig durch. Keine Ahnung, also am Aufnahmeprogramm kann es ja gar nicht liegen. Das muss ja schon irgendwie mit Borderlands zusammenhängen hier dann. Keine Ahnung, was das ist. Okay, ich guck gerade mal, was wir noch an Missionen machen können. Geht an alle Crimson Raiders in der Gegend. Vier als Banditen getarnte Hyperion-Spione haben es auf Sanctuary abgesehen. Sie verstecken sich draußen in Three Horns. Spürt sie auf, legt sie um und findet heraus, warum sie hier sind. Bitte Assassin Watt. Mit einer Pistole. Ja, dann machen wir das doch. Na gut. Hast du eine Pistole dabei? Ja klar. Du doch auch. Nee. Ich hab dir doch so eine dicke Pistole gelassen, Mann. Aus der Kiste, die ich aufgemacht habe.
Ich müsste aber noch eine dabei haben. Ah ne, die habe ich im Dingens drin. Ach, jetzt weiß ich, warum da zweimal das ist. Wir müssen im Nachbargebiet. Ja, die habe ich doch, die habe ich im Rucksack, die Pistole. Okay. Dann muss ich mal die Pistole ausrüsten. Na, da verzichte ich dann auf mein Scharfschützengewehr. Dum, 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 dum. Ich habe meinen Schluck getrunken, weil ich frech bin. So. Ey, was sind das? Ich habe ja gar keinen Schnee mehr. So. Ah, ich kann keine Waffe wechseln, wenn ich im Auto bin. Oh, warte, 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 nein, nein. Oh. Was machst du denn? Aus der Kurve gefallen. Wieso machst du denn sowas? Dann müssen wir noch eine Weile unterwegs, bis wir da sind. Warte mal kurz, ich guck nach. Zack. Ah, so weit weg ist es nicht weg. Das wird wahrscheinlich da oben im Ding drin sein. Dorf, ne, oder was? Ja, in diesem Vor oder was auch immer das ist. Fabrik. Weiß ich nicht, auf jeden Fall ist das gerade. Ja. Ich sag, auf jeden Fall ist das gerade wahrscheinlich nicht unbedingt angenehm, hier bei mir zuzuschauen. Wenn ich es ein bisschen flüssiger haben wollte, dann schaut doch einfach beim Fabi rein, der rennt die gleichen Wege wie ich. Hochladen werde ich es aber trotzdem. Aus Pflichtbewusstsein. Das ist ein durchgeknallter irgendwas. Verbrennen. Da auch. Da oben schon einen auf der Palisade lang gemacht. Okay. Meine Güte. Wir müssen nur aufpassen, wenn der Chef kommt, ja, damit wir dann mit der Pistole umlegen. Ich gehe sowieso gerade nur mit der Pistole lang jetzt. Was hat der gerade zu mir gesagt? Keine Ahnung. Ich will es nicht wiederholen. Aua. Warst du das? Nein. Dann? Was ist denn da? Ich hab niedergeschlagen. Jetzt müsste eigentlich der Chef kommen, oder? Weiß es nicht. Weißt du, den haben wir angelockt jetzt damit? Oder müssen wir da reingehen oder so? Ich guck mal nach, wir müssen hier rein. Ah. South Tür rein. Power. Da müssen wir hier rein. Okay. Dann können wir die Waffe mal wegstecken und eine andere nutzen. Dann wird er wahrscheinlich irgendwo am Ende vom Level sein. Vermute ich mal. Hier könnte ich mal nachladen. Nachladen braucht das Ding hier ja ewig. Was, die Pistole? Oder dieses große Maschinengewehr? Das große Gewehr. Na, Maschinengewehr ist es ja nicht. Ist ein normales Gewehr. Na, okay. Explosiver Muni. So. Hä, so weit weg ist der Typ aber gar nicht. Laut Karte. Irgendwo drin rumgammeln. Ich gehe einfach nur mit Pistole durch jetzt erstmal. Aber nicht, dass dir nachher die Munition ausgeht. Mal noch schnell die ganzen Schränke hier auf. Man will ja nichts übersehen. Ein Nomade. Man sieht ja zum Glück immer. Die sind auch alle so krank in dieser Welt, ey. Leute. Ja, hallo. Hey. Der nächste, der kommt, dem schmeiße ich meine Knarre ins Gesicht. Das? Ah, ich dachte, man kann den roten Knopf drücken. Ich drücke gerne auf rote Knöpfe im Übrigen. Einfach nur um zu sehen, was sie machen. Verpiss dich! Ja, jetzt kann er eben eine Granate geflogen kommen. Ich habe eine geschmissen. Oh. Hast du eine Giftgranate? Ich habe den Saugebehälter kaputt gemacht.
Da hinten ist das Tor, wo rauskommt. Da kommt er. Wer ist das Psycho? Ah, verdammt. Der kommt wahrscheinlich dahinter. Das ist ein badass Psycho. Da hinten ist er, ist das ein Wort. Der Kleine. Der versteckt sich da. So. Haben wir es doch geschafft. Nimm den Echo wieder auf. Na schön, ihr hirnlosen Knarrenträger. Eure Suche gilt einer heißen Braut mit blauen Tattoos und geheimnisvollen Kräften. Eine Sirene also. Ihr Name ist Lilith. Offiziellen Berichten zufolge starb sie in New Haven. Eine Sniper-Rifle um die Ecke bringen. Das ist ja deine Spezialität. What the fuck? Hast du gehört, ich darf mir eine Villa bauen aus anderen Villen? Finde ich gut. Hier kommt ein Eierknacker! Eierknacker? Ich muss mal schnell updaten, ich habe gerade ein neues Level gemacht. Oh, wie geil war das denn, Mann? Da habe ich dem seltensten Mob Psycho seine scheiß Granate aus der Hand geschossen. Naja, das ist super geil. War zwar nicht mit Absicht, gebe ich zu, aber war cool. Auf jeden Fall. Ja, alle, da ist noch einer. Also was Elementarschaden angeht, brauchen wir uns, glaube ich, keine Sorgen machen. Nee. So, der müsste da hinten irgendwo kommen, oder was? Ja, ach, ja, ich bleib du mal da oben. Du kannst dann schon wegsnipern. Ich bekämpfe mal den anderen Kram, der kommt. Ich hab einen Selbstmordpsycho aus. Welcher ist denn das? Der da? Assassin Oni. Jetzt kann ich ihn gerade nicht sehen. Der mit dem Schild ist das, ja. Dem habe ich gerade ordentlich eine verpasst. Wo ist er denn jetzt? Da. Ey, wie viele Selbstmord-Psychos kommen denn da noch? Warte, ich muss mal kurz nachladen. Willst du mir bitte keine Granate hinüberwerfen, Mistkerl? Aua. Ich hab gerade, stell gerade irgendwie fest, alle meine Waffen haben Elementarschaden Feuer drauf. Warte kurz. Ich hab ihn gleich. Gut. Ja, schön. Oh, noch Hops geht hier an deine Schrotflinte. Wenn ihr Lilith seht, meldet ihr es mir sofort. Ich kann es mit ihr aufnehmen. Ihr nicht. Natürlich kann er das. Ja, ihr nein. Mit seinem mächtigen Face. Mit seinem gemächtigen. Gemächtigen Face. Genau. So, eine Runde Schach spielen hier. Boxies. Pizza. Cool. Wie war das? Am Kinn eines Mannes erkennt man sein Nein. Sein Berufsstand. Auf der Pizza ist ja ein QR-Code drauf, ne? Musst du mal angucken. Ja? Den konntest du damals, als Borderlands rauskam, abfotografieren und es hat wirklich auf eine Webseite verwiesen. Ich weiß nicht, ob die immer noch aktiv sind. Tatsache. Ja. Cool. Ja, die haben sich ein paar witzige Sachen einfallen lassen. Auf mich ist ein Kopfgeld von 32 Milliarden Dollar ausgesetzt. Und auf dich? Hä? Ich glaube gar keiner. Hat nix, gar nix. Ich bin ja gefährlicher. Jetzt sagen wir es mal so, ne? Von dir können sie berichten, dich können sie suchen. Mich kannten sie noch gar nicht. Beziehungsweise habe ich alle umgelegt. Naja, klar. Ich auch. Ja, aber irgendjemanden konnte von dir reden. Haben sie geraten. Oh, ich habe hier zwei Iridium gefunden. Yay, dankeschön. Voll an die Wand genagelt, ey. Wo sind die? Ach da. Boah, der ist voll aus dem Weg in Deckung gesprungen. Der nicht. Brauchst du noch irgendwelche Pistolen? Hier liegen noch ein paar Pistolen rum. Klar. Beide hinüber. Ganz besonders die weiße.
Na, wenn du es nicht willst, ich nehme die Grünen mal mit. Was? Ich habe nicht so viel Platz. Ja, alles schon tausche ich halt später aus. So. Borschen. Ganz schön blutig hier. Ich würde gerne einen ausschalten. Nimmst du den da? Wieso machst du... Oh. Hast du gehört, du hast seine Babys geklaut? Warum klaust du seine Babys? Ich habe seine Babys geklaut? Ja, hat er gerade eben gesagt. So ein alter Baby-Dieb. Kannst mal sehen. Ich bin schon Badass. Ich sehe dann immer noch welche rumlaufen. Hast du die immer noch nicht umgelegt? Ne, die sahen hier, die saßen in der Decke. Die habe ich jetzt selbst gerade erst gesehen. Jetzt müssten sie hops sein, oder? Ja, die hat es zerätzt. Boah. Hast du Säureschaden auf deinem Snipergewehr? Eigentlich nicht. Keine Ahnung, was das gerade war. Kurz. Ja? Aber irgendwas musst du damit. Ja, was musst du damit Säureschaden haben? Mach mich bitte nicht. Brandschaden, das weiß ich. Au, 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 au. Vielleicht stand da auch noch so ein Fass um die Ecke oder so? Ach, stimmt, ich habe jetzt Fass zerschossen. Oh, ich war's sogar selber. So, wann kommt denn der Reed? Oh. Ja, mal schießt da hinten. Ist das der Reed, der da steht? Nee, nee, das ist durchgeknallt. Ah, okay. Oder so. Und Reed müssen wir mit bloßer Faust erschlagen, ja? Ja. Im Nahkampf. Wir den besiegen, wo ist er denn? Noch nicht da. Boom. So. Könnte ja kommen, ach da. Da geht's andere Tor auf. Würde sagen. Ah, das ist Assassin Reed. Dann ist dieser panzerbrechende Affe da. Na, komm, nimm schon, nimm schon, nimm schon. Wird ihn noch so ein bisschen damagen. Oh, warte, der hüpft auf dich. Unser dicken Kumpel sollten wir auch mal lang machen vorher. Naja, den habe ich gerade komplett runtergeschossen. Der hat nur noch minimal Lebensenergie gehabt. Warte, Reed, lass mich mal kurz nachladen. Ja, komm her. Der rennt wieder weg, der Hund. Na komm her, komm her. Ich mach dich platt, ich mach dich platt. Yeah! Jetzt, das war's. Na? Die ist aber nicht besonders, besonders gut. Oh. Aber trotzdem bin ich stolz darauf. Ich habe eine Aufzeichnung gefunden, die euch bei der Sirene helfen könnte. Ich habe die Sirene Lilith beobachtet, seit die Kammer geöffnet wurde. Sie scheint ihre natürlichen Facewalking-Fähigkeiten mit Iridium zu verstärken, weshalb ich vermute, dass eine geheimnisvolle Verbindung zwischen Sirenen, Iridium und der Kammer besteht. Zwei weitere Dinge habe ich herausgefunden. Erstens mag sie es nicht, wenn man ihr Haarsträhnen unter dem Vorwand ausreißt, diese für wissenschaftliche Experimente zu benötigen. Und zweitens schmecken sie nach Oliven. Moment, nein. Eher nach gebratenen Gurken. Okay. Tannis hat einen ziemlichen Knall. Ja. Hatte sie aber schon immer. Ich habe hier gerade einen Waffenmod oder sowas. Ja, für den Assassinen. Wie macht man das denn? Da gibt's einen extra Slot jetzt für. Der muss ja jetzt irgendwo sein. Ach, hier unten. Ach, da unten hat er den automatisch reingesetzt. Jetzt ist er auch da. Klar. Erforderliche Klasse Assassin. Ja. Kritischer Schaden plus 17%. Das ist nett, oder? Ja. Und was hast du da drin? Nichts gefunden? Nee, für mich war keiner passender dabei. Ich dachte eigentlich die ganze Zeit, ich spiele den Psycho. Wer ist denn der Psycho? Wenn ich Psycho das nicht ist eine Klasse, die musst du extra kaufen. Ach, das ist eine so wie diese Mecha-Tante da, oder was? Die anderen Psychos, die uns immer entgegenrennen, so einer ist das. Mit diesem Helm auf und wild schreiend. Der geht eher in den Nahkampf, sagt er, oder wie ist das? Ja, genau. Der hat nur Nahkampffähigkeiten eigentlich.
So. Ja, und achso, das sind ja diese beiden. Ich habe ja auch diese Mechatroniker-Tante da. Ja. Da gehört auch dazu, okay. Achso, da sind noch mehr. Nachladen! Reicht's mir. Na, Bella Psycho. Ups. Ich gehe hier in Deckung und du rennst da oben voll rein. So sieht's aus. Boah! Alter, kommen denn die überall her? Jetzt hab ich auch so. Hä? Wiederbeleben? Na, endlich. Danke. Da kommt wieder einer. Oh, jetzt haben wir genau aus der Schutzwagen gesprungen. Wahnsinn. Halt ihn. Dann kommt die nächste Ladung. Bleib doch bitte nicht alle Selbstmordpsychos, was soll das? Nee, keiner davon eigentlich. Nee, normaler. Ja, jetzt sind die. Einer hat niemandem Babys geklaut. Die klauen Babys, sagen sie. Ach so. Autsch. Na, ja, so stark ist mein Nahkampfangriff wohl, ne, dass ich die Jungs damit platthauen kann. Hey, hier ist doch vorhin noch ein Psycho oben gestanden. Wo ist er denn jetzt hin? Ach so. Ein Badass-Nomade. Ein Badass-Nomade? Ein Badass-Nomade. Okay, wo ist er, wo ist er, wo ist er? Nimm die Ecke rum. Da musst du warten, entweder du hast irgendwas mit Explosionen oder du schießt ihn von der Seite an. Gib ihn, warte. Oh. Hätte ich mir neue Stecke holen können. Sorry. War nur gerade noch am Nachladen. Also, Pumpgun, wo ist meine Pumpgun? Auf 2, da ist meine Pumpgun. What the? Ich könnte die ein bisschen Damage noch. Soll ich mal machen, ich habe leider keine Pumpgun oder sowas. Ja, dafür habe ich die. Ach du Scheiße. Na, ah, Kämpfe um dein Überleben kriege ich hin. Neue Stärke, da haben wir sie doch. Na, ah, schon wieder platt, das gibt's doch nicht. Ich sehe ihn. Ja. Da hier oben ist er. Na, ah, ich habe kaum noch Munition für meine. Oh, lass mal kurz in Deckung gehen, Digga. Heilt er sich? Ich hab keine Munition mehr für meine Pumpgun. Ich auch nicht. Schaffen wir das optionale Ziel hier wohl nicht, oder? Warte mal, ich guck grad nochmal, hier unten haben wir, weil hier rumliegt. Boah, Mann. Legen um. Ja, ich sehe ihn gar nicht. Der ist weg. Ja. Ach, scheiß doch drauf. Halt die Fresse. Ach, wo ist auch eine Gnade? Auch gut. Ah, der hat eine Pumpgun für dich. Vielleicht brauchst du sie, ja. Naja, meine ist besser. Wenn ihr anscheinend nie zuhört, sage ich es nochmal. Hört auf, falsche Sirenen anzuschleppen. Im Universum kann es nur 6 Sirenen gleichzeitig geben und ich weiß bereits von 3. Ich kaufe euch nicht ab, dass ihr eine der restlichen 3 Reihen zufällig gefunden habt, nur weil ihr die Leichen irgendwelcher Bräute mit blauen Tattoos verunstaltet. Ich gebe zu, die ersten Dutzend Male, die ihr Spatzenhirne das versucht habt, war es noch halbwegs lustig. Aber jetzt stinkt mein Büro nach Blut und Filzstiften, also hört auf damit! Oh, Alter. Nach Blut und Filzstiften.
So eine kaputte Welt, ey. Also bei den Filzstiften würde ich mich auch beschweren. Ja, auf jeden Fall. Wer will das schon? Oh. Das ist aber gefährlich hier. Echt, findest du? Ein bisschen. Da sollte man vielleicht mal das Gelände ersetzen. Gesender ersetzen. Naja, nur zu. Hier wäre Munition gewesen. Ob du für Pumpkin, weiß ich nicht. Wo bist du denn? Über mir. Ja. Ah, okay. Immer. hier Lack, liegt eine Pumpgun und eine Uzi. Wo zum Teufel geht's hier lang? Unten. Unten? Ich weiß, das ist jetzt eine tolle Aussage unten, ne? Ja, das ist wirklich. Hier. Ich fühle mich gerade so wie in diesem Gemälde mit den. Du rennst den Weg zurück, du rennst gerade den Weg zurück. Aber wenn du lange genug läufst, treffen wir uns sowieso wieder. Ja, na klar, achso. Ich fühle mich wie in diesem Gemälde mit diesen Milliarden Treppen, die so ineinander verwickelt sind und so. Und nach oben führen und dann, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Ich weiß auch nicht, wie das heißt. Auf jeden Fall, so geht's mir gerade. Ja, hast du was gefunden, okay. Und Löcher. Ach, zum Glück kann Fabi den Weg. Wird hier drin verhungern in dem Ding. Na. Er zeigt sie ja immer an, wo du hin musst. Ja, das bringt mir nichts. Wenn ich dann ständig gegen eine Wand laufe oder so. Sag mal, ist die Nase eigentlich irgendwann auch mal wieder frei, oder? Welche Nase? Meine Nase. Keine Ahnung. Vielleicht solltest du einfach mal die Korken rausnehmen. Korken aus der Nase nehmen. Ja. Keine Ahnung. Da würde ich mich ja so anhören. Ja, nasal. Nasal. So. Dieses Geräusch, ne, macht mich echt fertig. Ja, das sind diese Stampfe, die hier rumstehen. Ich dachte, das ist was, das man töten kann. Nee, das sind diese Maschinen da unten. Töte sie. Das Schöne ist, es lockt aber so komische, ich glaube Spider-Rans heißen die an. Teilweise, wenn du nah rangehst, dann kommen die über aus dem Boden geschossen. Das sind so nette kleine Spinnenviecher. Oh, kommt doch mal drauf an, wo du sie gerade triffst, ne? Okay. So. Ach, da hinten, glaube ich, sehe ich schon eins. Liegen da rum. Nee, das ist ein Rack. Das ist ein Rack? Ja, das ist ein Rack. Nein, ein Skack ist das. Oder Skack. Alter, ich habe ihn getroffen. Langsam, das fliegt, ne? Ja, aber cool. Wie sich so langsam mal hinrotiert. Sehr cool. Muss ich nochmal machen, warte. Der ist, glaube ich, schon sowieso schon tot, ne? Ja. Yay! Sehr geil. Und das Ding, das kriegen wir ja wohl bis zur Hyperion-Station bis nach oben geschossen, oder nicht? Boah, vielleicht trudelt es irgendwann weg. Wenn ich den Lüftungsschacht treffe, der mit dem Kern verbunden ist, der zur Explosion des gesamten Hyperion-Dings führt. Ne, ja, ich glaube, die sind nicht ganz so doof wie das Imperium. Oh ja, ohne überhaupt mal auf die Idee zu kommen, das Ding einigermaßen abzusichern. Ja, dann. Ja, aber dann würde doch nie einer treffen, das weißt du doch. Nie. Ah ja, genau. Stimmt. Ich kann nicht so blöd sein. Tut mir leid. Ja. Außer er lässt sich von der Macht führen, aber davon gibt's ja nicht genug bei Star Wars. Nee, absolut nicht. Alles Anfänger, blutige Anfänger. Mhm. So, jetzt haben wir hier noch einen ewigen Ladebildschirm. Ich wollte eigentlich nur zurück in die Stadt. wenn man jetzt das Bild abschaltet, könnte das aber zu irgendwelchen fatalen Missverständnissen führen. Das Bild abschalten? Ja, und dann. Ach so. Ja. Hast du noch zwei Steaks zu Hause, die du aneinander klatschen kannst dabei? Die sind alle gefroren. Oh. Ach, guck mal. Ja, rein theoretisch könnten wir ja auch mit zwei Einzelnen fahren.
Ach, und dann hätten wir quasi die doppelte Wucht. Doppelte Wumms. Doppelten Wumms. Aber jetzt geben wir die Mission noch kurz ab. Nervt mich voll, ey. Da sitze ich schon seit Tagen hier und schniefe immer mit der Nase, ne? Voll nervig. Aber ich mag Nase putzen nicht. Da kriege ich immer Kopfschmerzen von. Was? Ja. Wird mir eine Ader platzen oder so. Bam! Hör rein hier. Ich habe Angst. Deck unseren Rückzug. Geordneter Rückzug. Also ich putze mir schon die Nase so. Es ist nicht so, so kleine. Nicht immer so ein bisschen... Ja, ich habe so ein tolles, das basiert irgendwie nur auf diversen ätherischen Ölen. Zickt zwar tierisch in der Nase, aber macht alles frei. Das klingt gut. Ja, das ist ziemlich geiles Zeug. Guck mal, jetzt hast du so schlecht geschossen, dass die Typen uns noch das Fahrzeug unterm Hintern weggeschossen haben, als wir rein sind. Das tut mir leid. Ja, schäm dich. Ruhe? Textur. Hallo? Was ist los? Warte auf die Textur. Wie, keine Textur mehr? Schwarzes Bild oder was? Naja, schon, aber ziemlich schlecht und nicht sehr detailreich. Jetzt kommt's langsam. Ja, wir müssen noch die Mission abgeben, dann ist sowieso Schluss für heute. Ja, aber trotzdem, das sah ja wirklich nicht schön aus. Das sah ja aus wie auf der PlayStation gespielt. Also, PlayStation 1. Ja, nichts gegen eine PlayStation 1, ja. Das ist einer von den besten DVD-Playern, die ich kenne. Ach so. Sehr zuverlässig, sehr ja. Zuverlässig. Ja, schon, aber grafisch halt nicht so berauschend, ne? Konntet ihr auch schon DVD abspielen, die erste? Ja. Deswegen habe ich mir überhaupt gekauft. Belohnung annehmen. Bullymon ist trotzdem Mist. Aber mir fällt schon noch was Besseres. Ach. Wenn mein Almanach erscheint. Ich habe jetzt mal das Schild genommen. Du kannst ja selber aussuchen, ne? Habe ich festgestellt. Ja, ich habe mir jetzt die Waffe genommen. Ein Stalker hat meine Schwester gefunden. Trinkgeld geben, $1000. Ja, mach das doch, wenn du so viel Geld hast. Boah. Wo ist der Typ? Mein Stalker hat meine Schwester gefressen. Wie läuft's, neuer bester Freund? Was? Neuer bester Freund? Halt's Maul! Jetzt hast du den Dialog von Moxie unterbrochen. Sie hat erzählt, wie feucht sie ist und warum. Hat sie was verschüttet? Ja. Aber das ist ja egal. Ich konnte ihr Trinkgeld geben, warte mal. Ah ja, hier in die Dose, warte. Trinkgeld geben, $100. Mach ich jetzt nochmal und dann hören wir uns das an. Und, durch? Redet sie immer noch? Hm. Mann. Das war nicht das, was ich hören wollte, Moxie. Aber ich verzeihe dir, weil du gut aussiehst. Deswegen kommt ihr bei allem durch. Ich verkauf gerade so ziemlich alles. Natürlich bin ich nicht so oberflächlich, meine lieben Freunde. Ah ja, hier gab es doch noch diesen Typ, der mir da durchguckt. 4 Iridium. Ich habe 2 Iridium. Ach, das ist doch scheiße. Ich hätte doch gerne noch... Da war ich auch schon. Uns fehlt halt noch ein bisschen Iridium. Schade. Jetzt noch zum Bounty Board und die Mission abgeben. Schwarzes Brett. So, jetzt darfst du eine Pistole oder eine Knarre aussuchen. Ja, ist so schön. Da. Hi! Schwarzes Brett? Oh. Da. Ist das schwarz genug für dich? Gar nichts aussuchen. Hä? Ich hab doch die Mission abgegeben. Ja, ich habe hier Erfahrung bekommen und automatisch auch das, was du ausgewählt hast. Ja, toll. Manchmal kannst du es aussuchen, manchmal nicht, oder was? Ja. Naja, egal. So wie du da rumleckst, denke ich mal, es wird Zeit, dass dein Rechner mal ein bisschen Ruhe kriegt. Ich weiß nicht, also das ist wirklich, wirklich fantastisch. Ich wollte nur nochmal zum Dr. Z reingehen. Willst du nochmal helfen beim Operieren? Genau. Hauptsächlich brauche ich Medizin? Was ist das denn hier? Stalker-Klassenmord, erforderliche Klasse Assassine, Pistole Feuerrate plus 15%, Pistole Magazingröße plus 15%, Schildladegeschwindigkeit plus 18%. Hier ein bisschen was. Na, nicht ganz so gut die Mod. Schade. Ist da eine andere Mod drin?
Wir sind, weiß ich nicht. Ja, Schildkapazität plus 64. Das sind keine Prozent, das sind 64 Punkte. Ja, Ist ein Drittel mehr, als ich momentan habe, also 150%, aber... Ich kann ja nur... kann ja nur eine Mod benutzen, ne? Und meine gibt jetzt dem gesamten Team 17% mehr kritischen Schaden. Das ist auch nicht schlecht. Weil hier wäre jetzt eine Sniper-Rifle-Schussschaden plus 15% und Sniper-Rifle-kritischer Schaden plus 19%. Okay, Schildkapazität minus 53, aber... Ich lasse es trotzdem bleiben, vielleicht ist irgendwo anständigeres drin. Ich wollte gerade sagen, dann locken wir jetzt einfach heute hier aus und gucken beim nächsten Mal, vielleicht finden wir was Gescheites. Beim nächsten Mal schauen wir nochmal rein ins... Oh. Mach du das mal. Oh, beim nächsten Mal. Du kramst schon mal dein Taschentuch raus, schneuzt den lieben Zuschauern noch eins vor. Nein. Nein, das mache ich natürlich nicht. So, wie gesagt, wir beenden jetzt die Folge hier beim lieben Dr. Z, der auch ohne Provokation, wie heißt das Ding? Keine Ahnung. Ich und meine Sprachprobleme. Approbation, Dankeschön. Operiert. Ja, uns lässt er wohl nicht mehr ran, so wie es aussieht. Er hat keine Patienten da. Ich will auch gar nicht ran. Ich will mich auch nicht ranlassen. Du Sau. Nein, und mit diesen hübschen, farbenfrohen Bildern wünschen wir euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht oder einen schönen Morgen. Und wir sehen uns dann bald wieder bei Borderlands 2. Macht's gut. Haut rein. Tschüss.